Moin Leute, ich bin immer noch in Rom, mache hier gerade so einen kleinen Spaziergang am Tiber entlang, also dem Fluss, der durch Rom geht. Ja, und worüber ich jetzt schnacken will, das hat überhaupt nichts mit Rom zu tun, aber es ist hier gerade so schön und deshalb dachte ich mir, mache ich mal so ein kurzes Video, weil zum Tippen eines Blogposts habe ich ehrlich gesagt jetzt gerade keine Lust. Also nehmt das einfach mal als gesprochenen Blogpost. Das Thema, worum es geht, ist Anleitung von Models bzw. Anleitung von Menschen vor der Kamera. Das ist eine Frage, die taucht immer wieder auf, die kommt auch ganz häufig so bei meinen Workshops von den Teilnehmern. Ja, wie leitet man denn überhaupt einen Menschen vor der Kamera an bzw. wie kommuniziert man mit dem? Ich muss ganz ehrlich gestehen, eine klare Antwort habe ich darauf auch nicht. Also ich kann euch nicht sagen, macht 1, 2, 3 und dann gucken die Leute vor eurer Kamera immer super, sehen immer top aus und ihr bekommt das Foto. Das Problem ist ganz einfach, Menschen sind alle unterschiedlich. Es gibt Rampensäue, die haben überhaupt kein Problem damit, vor der Kamera ein bisschen abzuspacken. Und dann gibt es halt Leute, die kommen zu euch und dann stehen sie vor euch. Ich bin der unfotogenste Mensch der Welt. Du musst mir jetzt sagen, was ich machen soll. Ja, und da muss man natürlich irgendwie mit umgehen. Ich persönlich bin der Meinung, dass man am Anfang vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel anweisen sollte. Was ist denn das Problem, wenn ich jemandem eine Anweisung gebe? Sage ich zum Beispiel meinem Model, guck doch mal nach links, dann guckt es nach links. Guck nach rechts, dann guckt es nach rechts. Und dann guckt derjenige so lange nach rechts, bis ich wieder eine Anweisung gebe. Und was ist das Ende vom Lied? Ich bekomme Fotos, wo mein Protagonist versucht, meine Anweisung umzusetzen, aber nicht er oder sie selbst ist. Und das ist bei meiner Art von Fotografie nicht unbedingt das, was ich haben will. Ich versuche natürlich immer, die Leute ja ein bisschen natürlicher zu fotografieren, was auch immer natürlich heißen mag. Das ist bei dem einen oder anderen ist das halt lässig, bei dem nächsten, da ist das halt alles ein bisschen lustiger, hat mehr mit Lachen zu tun. Also da sind die Menschen alle total unterschiedlich. Aber ich muss gestehen, ich tue mich ganz schwer damit, jemandem zu sagen, ja, guck mal nach links und jetzt noch mal das Kinn 3 Grad runter. Und wenn du jetzt nach oben guckst und dann beide Augen zur Nasenspitze, da mal ein bisschen lächeln und das Kinn leicht zurückziehen. Nee, also sowas liegt mir nicht so einfach. Was ich dann immer mache, ich versuche den Leuten, die ich fotografiere, klarzumachen, dass ein gutes Foto Teamwork ist. Da gehören immer zwei dazu. Das heißt, ich als Fotograf, aber natürlich auch derjenige, der vor der Kamera steht. Da derjenige in vielen Fällen aber keine Erfahrung hat, muss ich ihn natürlich ein bisschen mitnehmen. Und ich mache dann immer Folgendes. Ich fange einfach mit einem kleinen Testfoto an. Das heißt, ich sage, pass auf, wir machen jetzt einfach mal 1, 2 Fotos. Dann gucken wir uns die mal an. Und dann kannst du mir ja auch mal sagen, was dir eventuell an dem Foto nicht gefällt. Viele Menschen haben dann halt so diese typischen Problemzonen. Na, bei mir, ich bin immer froh, wenn ein Kinn weniger ist und es nur noch 2 sind. Ja, dann bei Mädels, die haben dann manchmal Arme, dicke Arme oder so. Ja, Bauch ist sowieso immer so ein Thema. Ne? Also selbst im Weitwinkel kriege ich das bei mir nicht drauf. Also das kennt ihr alles. Ich mache dann ein Foto und sage demjenigen immer, pass auf, das ist ein Testfoto, zeige das. Und jetzt sag mir doch mal, was dir daran nicht gefällt. Und wenn er dann sagt, ja, ach so, mein Arm ist so dick oder mein Doppelkinn, dann mache ich Folgendes, dann sage ich einfach, ja, pass auf, kann ich verstehen? Setz dich doch mal ein bisschen anders hin. Ich setze dich mal so hin, dass du den Kopf ein bisschen mehr zur Kamera neigst. Ne? In dem Moment, wo man den Kopf nicht so weit weg hat von der Kamera, sondern ein bisschen näher ran, sieht das meistens schon alles so ein bisschen gefälliger aus. Dann mache ich wieder ein Foto, zeige das. Und ja, in den meisten Fällen sieht derjenige dann zumindest, dass es einen kleinen Fortschritt geht. Und das ist so ein bisschen meine Taktik bei der ganzen Geschichte. Ich versuche nicht, irgendwelche Anweisungen zu geben, wo mein Model oder Protagonist dann Probleme hat, die vielleicht umzusetzen, sondern ich versuche so ein bisschen in einer ja, gemeinsamen Zusammenarbeit zu besseren Posen hinzukommen. Meiner Meinung nach baut das halt Motivation auf, wenn man dann sieht, ah, das ändert sich alles so ein bisschen. Mensch, ich sehe jetzt vielleicht ja, nur noch halb so schlimm aus, ich kann mich jetzt so langsam ertragen. Dann ist derjenige vielleicht auch bereit, mir ein paar Posen anzubieten. Ja? Was man nicht vergessen darf, jeder Mensch ist natürlich anders. Als Fotograf ist man natürlich so ein bisschen gefragt, das Ganze anzuleiten und zu führen. Aber auf der anderen Seite darf man sich meiner Meinung nach als Fotograf auch jetzt nicht in die Position drängen lassen, dass man jetzt genau sagen muss, du machst 1, 2, 3 und dann sieht das gut aus.
wenn derjenige, der vor eurer Kamera steht, nicht mitmacht, dann wird das nichts. Was anderes ist das natürlich mit professionellen Models, die können das mit dem Posing. Da kann ich natürlich dann auch mal ein paar Ideen einbringen. Und da kann man dann natürlich auch mal so die abgefahrenen Sachen machen. Ne? Also hier so S-Kurve, Hohlkreuz, ja, und dann so ein bisschen sexy dabei, was bei mir alles katastrophal aussieht. Aber das sind natürlich dann Sachen, die mit einem professionellen Model wieder funktionieren. Aber unterm Strich, mein Tipp und so ein bisschen die kleine Message von diesem Video ist, gute Fotos sind halt Teamwork. Man muss da auf jeden Fall zusammenarbeiten und als Fotograf muss man gar nicht immer eine gezielte Anweisung geben, sondern man muss eher versuchen, mit demjenigen, den man fotografiert, so eine gemeinsame Basis zu finden, damit derjenige dann Lust bekommt, auch vor der Kamera so ein bisschen zu posen. Denn ich habe festgestellt, wenn man sich, ja, wenn man ein bisschen mitmacht, also wenn man sich nicht zu schade ist, auch mal so ein bisschen zu posieren, dann steigt auch die Chance, dass die Bilder nachher besser werden. Ja, das war es eigentlich schon. War jetzt wahrscheinlich wieder mehr, als ich eigentlich reden wollte, aber so ist das halt, wenn ich einmal anfange zu sammeln. Ich hoffe, ihr habt bis zum Ende zugehört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.